Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema, alles was ihr wissen müsst über Überhosen aus POL, die man einfach nur raufziehen muss. Sogenannte Schlupfüberhosen. Hallo, ich bin die Stefanie vom Stoffwindelshop. Heute wieder mit Bibi. Schläft gerade. Normalerweise kennt man diese Schlupfüberhosen ja nur mit Wollüberhosen. Aber es gibt natürlich viele Leute, ich muss zugeben, ich gehöre auch dazu, die es einfach lieber haben, wenn man die Überhose nehmen kann, in die Wäsche schmeißt und sich keine weiteren Gedanken mehr machen muss. Deswegen gibt es auch Schlupfüberhosen aus POL. Die sind echt super gedacht in der Nacht, wenn ich sie über eine Höschenwindel drüber anziehen will. Weil dann habe ich auch den Vorteil, dass ich diese angenehm weichen Beinbündchen habe, also weiche Beinbündchen habe und oben beim Bauch auch so einen angenehmen Fließbund habe. Dann gibt es in der Nacht kein Einschneiden. Und Vlies zieht keine Nässe nach außen. Vlies an sich leitet die Nässe nicht weiter, was aber schon sein kann, muss ich gleich dazu sagen, diese Hosen müssen immer groß genug gekauft werden. Weil wenn die nämlich nicht groß genug sind, dann hat man das Problem, dass wenn dann die Überhose schon nass ist und zum Beispiel liegt dann halt die Überhose da hier schon auf, direkt auf dem Vlies und das Baby pinkelt halt vielleicht noch einmal, dann kann es halt sein, dass durch den Druck geht dann die Feuchtigkeit schon durch. Das heißt, was wichtig ist, wenn du eine Höschenwindel anhast, also eine Höschenwindel muss bitte immer unter dem Fließbündchen sein. Wenn sie dann schon da so drüber steht, dann ist die Überhose langsam zu klein und dann müsstet ihr bitte auf die nächste Größe wechseln, weil sonst kann es einfach sein, dass sie undicht werden. Darauf muss man ein bisschen aufpassen, aber sonst mag ich diese Überhosen wirklich sehr, sehr gerne. Es gibt sie in verschiedenen Größen, also es gibt sie meistens in 3 oder 4 verschiedenen Größen. Sie sind auch relativ günstig und vor allem du brauchst auch wirklich nur eine davon. Wenn du sie in der Früh in die Wäsche wirfst, dann nachher ist sie bis am Abend sowieso wieder trocken. Das heißt, das ist jetzt dann keine großartige Zusatzinvestition und das ist aber meiner Meinung nach fürs Baby schon ein Vorteil am Tragekomfort. Ich habe da verschiedene Windeln. Die eine, die hier ist von Petit Lulu, die Schlüpfüberhose. Es gibt aber noch eine von Anavi. Was ist da der Unterschied zwischen den beiden? Also Petit Lulu, das sieht man gleich mal. Die Größe der Beinbündchen ist schon ein bisschen anders. Also es dehnt sich schon ein bisschen, aber ich finde bei Petit Lulu sind die Beinbündchen ein bisschen weiter. Das heißt, die Kinder können es länger verwenden und es ist ein bisschen angenehmer. Bei der Anavi hatte ich ein bisschen das Problem, weil die so groß ist. Aber gut, die ist halt auch natürlich auf Anavi-Windeln perfektioniert, der Schnitt, das muss man schon sagen. Und die Anavi-Windeln sind ja relativ voluminös. Wenn ich wirklich die komplette Höschenwindel mit allen Einlagen reingebe, das Bauchbündchen und die Beinbündchen sind relativ schmal. Finde ich jetzt da, also hat mich ein bisschen gestört, weil es meiner Meinung nach ein bisschen zu schmal geschnitten gewesen ist. Deswegen war mein Favorit eher bei dem Petit Lulu. Aber sie haben da jetzt, glaube ich, das mittlerweile ein bisschen angepasst. Es gibt es auch noch, was ich gesehen habe, gibt es auch noch von Little Clouds. Wenn man mich jetzt persönlich fragt, was habe ich jetzt da lieber aus POL oder aus Wolle, die Wollschlupfhosen? Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Von der Pflege her habe ich natürlich lieber POL-Überhosen. Allerdings vom Tragekomfort finde ich die Wollüberhosen immer noch um einen Tick besser, weil Wolle ja selbst auch Feuchtigkeit aufnehmen kann, ohne dass es sich selbst nass anfühlt. Das heißt, eigentlich ist es sogar dichter als POL, weil da einfach so gut wie gar nichts rausgehen kann, wenn sie gut gepflegt ist und wenn die immer gut gefettet ist. Aber wenn du sagst, du möchtest überhaupt keine Wolle haben, Wolle kommt für dich gar nicht in Frage, aber du möchtest einfach trotzdem eine angenehme Schlupfüberhose haben für die Nacht, wo es einfach keine Bündchen einschneiden und wo nicht immer irgendwo an den Bündchen irgendwie Nässe nach außen zieht, dann kann ich dir so eine Schlupfhose auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, eine reicht vollkommen aus und pro Größe. Und man kann sie ja dann nachher die Sachen auch gebraucht kaufen oder nachher wieder weiterverkaufen. Das ist mir halt immer ganz wichtig, weil Stoffwindeln sind für mich ein nachhaltiges Produkt. Deswegen, wie gesagt, die ist schon ewig lang in Gebrauch. Und das Einzige, was ist, deswegen zeige ich euch die jetzt auch, weil da hin und wieder mal entstehen da halt ein paar Fussel, ein bisschen Pilling. Aber sonst, wenn die immer gut gewartet ist, dann kann man die ja wirklich ewig anziehen. Vor allem, wenn sie nur als Nachtwindel, also als Nachtüberhose verwendet wird. Dann wird die vielleicht einmal in der Woche gewaschen und
dann hält die echt lange. Ich meine, natürlich, wenn ihr nur mit Höschenwindeln wickelt, dann könnt ihr die tagsüber auch verwenden, ist überhaupt keine Frage. Kenne ich bis jetzt noch nicht so viele, aber ist natürlich auch eine tolle Alternative, weil es halt auch angenehm ist und einfach so Schlupfaufi und passt schon. Das war von meiner Seite her eigentlich zum Thema Schlupfüberhosen. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann schreibt es mir einfach einen Kommentar. Ihr könnt mir auch gerne folgen, wenn euch das gefällt, was ich euch immer erzähle. Und wir haben natürlich auch noch einen Instagram- und einen Facebook-Account, da, wo wir euch auch immer aktuellen Content liefern, euch immer aufklären, euch immer die neuesten Neuigkeiten zum Thema Stoffwindeln geben und euch alles erzählen, was ihr irgendwie wissen müsst. Also, es freut mich natürlich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Alles Liebe, ciao!